Hallihallöchen, liebe YouTuber. Da sind wir wieder beim großen Preis von Texas, USA. Und Qualifying ist gestern gut gelaufen. Ne, wer es nicht gesehen hat, wir sind und werdet ihr gleich sehen, wo wir stehen. Und da wollen wir nicht direkt viel rumlabern, sondern mal gucken, was Saisonziele sind. Hi, Emma hier. Ich wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft. 12. oder besser, klar, und der Rest ist wieder Standard. Wir erwarten von uns einen 12. Gut. Dann würde ich sagen, Laptop und... So, okay. Wo die Reifen? Okay, dann geht's jetzt los. Ich habe nur mal geguckt, was die News waren. Gegen Reifen. So, Wettervorhersage. Sage ich euch schon jetzt schon mal. Trocken, leichter Regen, Starkregen. Startet wird trocken, Ende ist Starkregen. "2012 schien sich die launische Up-and-Down-Liebesbeziehung der USA zur Formel 1 endlich zu beruhigen, was wir nicht zuletzt der Fertigstellung dieser wunderbaren Strecke in Texas zu verdanken haben. Seitdem durften wir hier aufregende Rennen erleben, darunter auch die Entscheidung in der WM 2015, als Lewis Hamilton sich vorzeitig den Titel sicherte. Heute fahren wir in Travis County, Texas, wo 20 Kurven und Geschwindigkeiten von bis zu 321 km/h auf dieser großartigen Strecke auf uns warten. 60% Vollgasanteil mit vielen Überholmöglichkeiten, besonders in den zwei DRS-Zonen zu Kurve 1 und später auf der Gegengeraden zu Kurve 12. Da kommt einiges auf die Fahrer zu. An meiner Seite darf ich heute Stefan Römer begrüßen. Es freut mich, dich wiederzusehen. Was glaubst du, warum ist dieser Grand Prix seit seiner Wiedereinführung 2012 so ein großer Erfolg?" "Die Anerkennung dafür gebührt dem Promoter. Der Grand Prix hier findet in einem Teil des Landes statt, der für seine Liebe zum Motorsport bekannt ist. Und die Promoter haben die richtigen Leute hergebracht, um sie dann auch zufriedengestellt. Außerdem hilft es, wenn die Strecke selbst gut ist, und das trifft hier auf jeden Fall zu. Die Anlage ist interessant und sorgt für spannende Action. Und es kann nie schaden, wenn es auf einer Strecke so eine spannende Entscheidung im Titelkampf gibt wie 2015. Aber dadurch wird natürlich auch der Druck groß, diese Qualität zu halten." "Wegen der Steigung kannst du später in Kurve 1 hineinbremsen. Es ist eine langsame Kurve. Achte also darauf, dir keine Probleme zu machen. Viel Glück!" Ja. "Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Red Bull hat im Qualifying eine gute Leistung gezeigt und Daniel Ricciardo startet von der Pole. Und daneben steht ein Manner. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Hamilton, Sebastian Vettel und Rosberg. Raikkonen, Alonso, Bottas und Nico Hülkenberg. Gutierrez, Massa, Jensen Button und Grosjean. Perez, Quert, Pascal Wehrlein und Carlos Sainz Jr. Palmer und Magnus. Markus Eriksson und Felipe Nasser startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten." Alles klar. Da werde ich das Ganze wieder übernehmen. Oh, Entschuldigung. Rennstrategie. Klar, wir müssen die Superbike nehmen. Ah, jetzt hat das Wetter schon wieder oben geändert. Seht ihr das? Trocken, 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 trocken. Leichter Regen. Super. Aber egal. Weil nämlich, wo ich im Training noch war, habe ich mal nachgeguckt, was da die Wettervorhersage ist. Wir nehmen wieder vollen Tank mit. Da war die Wettervorhersage, hieß dann eben, erwartet zwei Wolken trocken, zwei Wolken leichter Regen, zwei Wolken Starkregen. So, nichtsdestotrotz, wir haben alles gemacht und Vollgas, direkt los ins Rennen. Und können wir den Start gewinnen? Ja, wir glauben, wir können gegen den Red Bull den Start gewinnen. Jawohl. Und wir sind weg von dem ganzen... Scheint auch ohne gelbe Flagge da oben abgelaufen zu sein. Ohne Safety Car. Das ist schon mal schön. Ah, da habe ich zu sehr geräubert. Hier sind wir zu weit rausgekommen und dementsprechend können wir die Kurve nämlich auch nicht. Und da ist auch schon der Red Bull wieder, wo es voll im Getriebe drin. Alter Falter.
wie schnell das hier geht, ne? Und ich habe immer das Angst, dass es so wie ein Suzuka endet, dass der mir seine Nase ins Getriebe reindrückt. Dass dann gleich einfach irgendwo einfach mal Patsch wieder macht und wir hängen da wieder voll dran. Aber man merkt, dass wir das große Motoren-Update haben. Wir ziehen den Red Bull davon. Wir sagen einfach mal kurz alle wieder Edgy. Ja, ist mich hier rausgekommen. Jetzt geht es nur nach der richtigen Strategie, das Ganze, dass wir da jetzt wir nachher kein... Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Jetzt schon? Lass mir hier kein Bullshit machen. Okay, Ricciardo ist auch auf Soften unterwegs. Man merkt auch schon, wie Hamilton in dem Getriebe drin hängt. Deswegen heißt jetzt hier mal ein paar Sekunden rausfahren. Ja, das haben wir so ein bisschen den Rhythmus besser reingekriegt. Wir sind ein paar Sekunden rausfahren, damit wir gleich unser Boxenstopp nicht allzu sehr nach hinten in irgendwas reinfallen. Ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis Hamilton hier auf trockener Fahrbahn und Ricardo einfach mal Zeit auf der Geraden hier. Mercedes, da ist es auch schon gewesen. Weil der Red Bull ist kein Auto für eine Gerade. Man kann ihn in der Kurve, man kann auch gut viel machen. Aber auf der Geraden, er ist einfach kein Auto, was... Das ist genauso wie Männer am Anfang. Vom Grundprinzip nicht schlecht das Auto, aber Leistung fehlt. Da kann man mit dem Setup auch zaubern, wie man möchte. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Irgendeiner ist doch gerade schon in die Box gefahren. Geschafft. Bei diesen ist der Kopf mit Alpha, da läuft mir der Schweißperlen ins Gesicht runter. Aber unser Abstand, wir können ein bisschen Luft rausholen. Ich schätze mal, nächste Runde oder so werden wir dann unser Boxenstopp malen. Das wird ein harter Boxenstopp, sag ich euch jetzt schon. Aber eben von Soft, ich glaube, nee, von Super Soft auf Soft wechseln wollen. Naja, okay, da habe ich nichts gesagt. Ich habe mich für mich verguckt, ich habe gedacht, wir wechseln jetzt auf Hart. Weil die Harten ist echt eine Mischung. Minuten sind. Ich habe jetzt keine Rundenzeit von mir im Kopf. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Fünf das Runden. Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Wir fahren weiter. Wenn es dann circa 10 Minuten sind, 5-6 Runden in der Kante. Jetzt gucken wir jetzt mal, wie weit wir jetzt hier mit denen hier kommen, mit den Reifen. Außer ich quäse jetzt so weiter wie jetzt gerade. Oh, da hat es gerade geleckt bei mir. Uiuiui.
fangen schon wieder an zu pokern. Das gibt's gar nicht. Also ich möchte jetzt geht mit einem Boxenstopp vielleicht sparen. Aber ihr seht hinter mir, wie Ricciardo durchgereicht wird, ne? Oder wisst ihr was, komm, wir pokern nicht. Wir machen das komplett rein nach Strategie. Weil die hinter uns müssen ja auch alle rein. Ich weiß nicht, wir werden ein bisschen kritisch mit den Reifen hier ein bisschen noch durchzuhalten. Eins, was ich in Texas nur stört, ist es verleitet hier zum Räubern und dann Sache. Alle hinter uns. Die ganzen, die hinter uns sind, die ganzen Führenden, kommen an. Die kommen alle rein so ein bisschen. Da kommen die ersten, die jetzt durchfahren. Das sind die Supersoften. Ne, der hat auch Supersoft. So, wir sind jetzt, ui, Gutierrez. Grüne Flagge, na, hat es da hinten irgendwo geknallt. Messpunkt. Bekommen wir DRS oder nicht? Was meint ihr? Müssen wir eigentlich. So, den Haas haben wir schon mal. Ich möchte nicht schon wieder. Pascal ist in der Boxengasse. Ah, wir haben nochmal DRS zur Verfügung. Uaha. Das ist mal zweiter, das ist ja noch vor uns. Eins. Aber der wird auch super soft, der wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Jetzt ist der Kombi, kriegen wir jetzt irgendwas von einem 3-Sekunden-Strafe auf dem Pelz. Da. Aber Sainz können wir jetzt auch noch kriegen. Und wie es ausschaut, ist hinter uns, sieht es auch recht gut aus, weil nämlich Hamilton im Verkehr festhängt. Wo wir eigentlich recht gut noch uns noch vorbeiwurschen konnten. Nachteil ist, die werden jetzt gleich reinfahren. Hat Hamilton auch wieder freie Fahrt. Aber das momentan so mehr oder weniger unser Vorteil. Na, damit ist Sainz drin, damit wenn die hinten gleich auch eine reinfahren, dann lichten sich wieder die rein, bis eben es gleich anfängt zu regnen.
So, das hat sich jetzt ein bisschen bereinigt. Hamilton, Ricciardo. Ich hätte ja nicht so gewünscht, einen Ferrari hinter uns zu haben. Ich finde das besser, wenn wir einen Ferrari Weltmeister wird anstatt Mercedes. Eigentlich müsste für Mercedes ja Gefühl halten, weil ja ist ja Nico Rosberg fährt mit, das ist ein deutsches Team alles. Klar, aber so allein schon für die, ich bin immer für das Gleiche dabei. Nicht, dass ein Team so, wir sind's und das andere Team, Unsere also Probleme fahren das rein mit zum Sieg schon, zumindest auch warten, bis die einen Fehler machen oder technische Effekte haben. Wir erwarten bald Regen. Stell dich in den nächsten Minuten auf die ersten Tropfen ein. Frage ist nur, vor Pokémon. Pokern wir jetzt richtig, damit wir uns nicht zu sehr Zeit verlieren. In welcher Runde gehen wir dann rein und holen uns Regenreifen? Weil Hamilton klebt uns gut am Arsch. Ja, ich weiß echt noch nicht, wie wir es machen. Weil, wie gesagt, beim Wetterbericht müsste ja so circa 10. Runde sein. Zweite Frage ist, fahren wir dann überhaupt rein? Weil wir sind ja schon über Halbzeit, 25 Sekunden hat man schnell verloren, vor allem auch hier. Ne? Ich habe es auch beim anderen YouTuber gesehen, das fand ich so cool. Oh, eine Runde, die Fahrt für eine Runde jetzt rein und holen sich statt mit der Mini, jetzt holen sich jetzt noch Slicks. Ey, die von hinten angeflogen gekommen sind, da habe ich echt gedacht, der stehen. Der steht. Alter Falter, sind die auf einmal neben dran vorbeigebraten. Da waren halt von einer Runde fast 35 Sekunden langsamer. Im Gegensatz zu denen, die an der Box dran waren. Ich habe echt noch keine Ahnung. Wir gehen schon mal sicherheitshalber auf Intermediates. Oh, jetzt wird es aber richtig rutschig hier gerade ein bisschen. Ja, die ersten Tropfen kommen, ich muss langsamer machen. Behalte die Bedingungen im Auge. Die Strecke wird zunehmend nasser. Wir bleiben aber besser noch draußen. Wenn wir jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir viel zu langsam sein. Ja, wir werden dann viel zu langsam sein. Problem wird aber auch sein, dass sobald wir müssen jetzt Informationen aus der Box haben, ob die sich bei Mercedes bereit machen, ja oder nein. Weil das wäre jetzt eine Information, die ich gebrauchen könnte.
Ja, Mercedes ist auch noch draußen im Ding. Ja, der holt gerade mit 7 Meilenstiefeln auf mir drauf zu. Vielleicht ist auch die Frage, ob es überhaupt lohnt, auf Winters zu gehen. Ja, Problem so mit der Strategie. Ich konnte es jetzt nicht lesen. Jetzt hätte ich sie lesen können, ja. Reifenstatus. Auf welche ab. DRS ist auch deaktiviert worden. Ihr seht es gerade, ich bin gerade nur am Querkommen. Und es sind noch 4 Runden. Ja, er kommt auch rein. Yes, 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 Leute. Damit dürfte es eigentlich sein. Was hätte für ein Rattenschwanz da kommt, ne? Fahr raus, fahr jetzt raus. Ja, ja. Da gibt es Bekloppte, die fahren gerade durch. Ein Ferrari. Was war das? Kommst du zur Boxen? Boxengasse raus. Pascal ist jetzt an der Box. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Da seht ihr, was hier verlieren jetzt. Vielleicht wir gerade hier einen Ferrari überholt haben. Weil der hält jetzt mal richtig schön auf. Ah, jetzt kommt er aber vorbei. Weil alle, die jetzt nicht gewechselt haben, werden richtig Zeit jetzt verlieren. Wir haben echt den perfekten Zeitpunkt gerade abgewartet. Der Ferrari war das perfekte Beispiel. Der war auf den gleichen Reifen wie unterwegs wie vorher. Wir haben ihn ja richtig stehen lassen in der Kurve. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, Benzin sieht gut aus eigentlich. Ja, da hätten wir schon mal wieder einen guten Trend. Obwohl ich die Strecke ja nicht kann, halten uns, bin ich gar nicht mal nicht verblüfft, wie gut wir uns hier halten. So, jetzt bin ich am Rhythmus wieder raus hier. Haben wir denn jetzt noch 2 Runden?
Ops, kommen wir wieder ins Dings dran. Statusbericht. Der Abstand beträgt 52,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Zu wem 52,5 Sekunden? Wir fahren nochmal nach. Statusbericht. Batterie ist in allen drei Sektoren langsamer als du. Der Abstand beträgt 55,2 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,27,1. Batterie. Oh, ich finde das cool. Batterie. Ja, wir sind besser als Bottas. So, vorletzte Runde, meine lieben Freunde. Und Hamilton ist gleich auch an uns dran. Hier ein bisschen langsamer machen, ist unterm Strich dann schneller, als wenn wir nur durchrutschen. So, haben wir die Kurven auch. Ja, das habe ich ja nicht viel erzählt. Alles klar. Ja, wie gesagt, momentan habe ich jetzt dieses Rennen habe ich jetzt nicht viel erzählt, weil das einfach... Ich versuche hier irgendwie was, ne? Vorne zu bleiben. Vor allen Dingen... Weil Hamilton ja auch von hinten so momentan so einen richtigen Druck macht. Muss nicht gerade. Nein. Weil es auch nicht gerade so schön ist. Mit diesen Reifen halt zu fahren. Fullbacks würden mir jetzt besser passen. Wetterstatus. Was? Wetterstatus. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Achso, Wetterbericht. Wetterbericht. Der Regen soll bald stärker werden. In 5 Minuten wird starker Regen vorausgesagt. Ja, wir sehen Hamilton schon, stellenweise. Aber jetzt unsere letzte Runde. Einmal nochmal sauber hier komplett durchkommen. Schön durchrollen lassen hier durch das Mais hier unten. Nein, nein. Das wäre es jetzt beinahe gewesen. Was meine ich? Ein kleiner Fahrfehler. Wir haben uns da ein bisschen, ich habe mich da ein bisschen verbremst. Aber zum Glück weiß man ja, wie man hier kontert.
ganz vorsichtig das Auto jetzt um die Kurven noch bringen hier. Komm, 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 komm. Yes! Das war ein hartes Stück Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Oh ja. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit. Vor allem, dass wir da noch bald gepackt worden sind. Großartige Leistung von Männer. Was für ein überzeugender Sieg. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, holen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Ich sehe schon, dass die Fahrer bereits auf dem Weg sind. Das war eine beeindruckende Leistung und letztendlich der verdiente Lohn. Und wer steht oben? Aufwand. Männer Racing holt sich heute den Sieg. Wir sind oben. Wir haben es geschafft, in Austin zu siegen. Und wie gesagt, wir spielen Karrierestufe Experte. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal hochdrehen. Oder? Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Heute entscheide ich mich für Carlos Sainz. Das war vielleicht eines der besten Rennen in dieser Saison. Wirklich sehr beeindruckend. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Wir haben gerade in der Weltmeisterschaft Nico Rosberg im Mercedes AMG Petronas F1 Team eingeholt. Irgendwie verstehe ich gerade die Welt nicht so ganz, aber... Seht ihr das? Wahnsinn. Gut, ja, ich bin gerade noch ein bisschen euphorisch. Ich kann es noch nicht so ganz glauben und fassen, dass wir so weit nach vorne gekommen sind. Aber... So, 600 so viele Punkte haben wir noch wieder zum Ausgehen. Nein, da kommt ja noch was mit dabei. Wir sind bei 787. Und Bathaus würde ich sagen, wir dürften ihn ein gutes Stück wieder weggefahren sein von der Rivalität. Ja, 2 Punkte brauchen wir noch, da haben wir die Rivalität gewonnen. Ich schätze mal, unterm Strich Bottas dürften wir noch bekommen. Und es sind jetzt nur noch 3 Rennen. 3 Rennen. 3 Rennen. Dann heißt es vielleicht anderes Team und Abschied zu nehmen von Männern. Und die sind mir schon ans Herz gewachsen. Aber was soll man machen, ne? Wir wollen ja schließlich Weltmeister irgendwann mal werden. Mit Männern klappt das nun mal leider nicht. So. Querlenker führt zu weniger Luftfallwiderstand. Ohne die Aufhängung. Nehmen wir das mit. Sieht doch schon gut an. Und komm, wir nehmen auch Sprit mit. Wir haben es doch. Da können wir überall mal ein bisschen was machen. Damit sind wir sogar vor McLaren Honda. Technologisch gesehen. Nicht schlecht, der Specht. Nicht schlecht. Gut. Nichtsdestotrotz, das haben wir jetzt erledigt. Das war mal wieder ein sehr schönes Rennen. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Rennen wo geht's überhaupt hin? Gib mir 2 Sekunden Bedenkzeit. Ich komme gleich auf seinen Namen. Mexiko. Das nächste Rennen findet ja in Mexiko statt. Da müsste es ja auch bald haben. Ich gucke nochmal kurz nach. 3 Rennen müssten es glaube ich jetzt so sein. Mexiko, Abu Dhabi und Brasilien. Ne? Genau. Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann eben Abu Dhabi spätestens einen Vertrag bekommen von irgendeinem anderen Team. Beziehungsweise, oder generell einen Vertrag.
Das wäre schon schön. Gut, in der Hinsicht würde ich sagen, ich bedanke mich mal wieder und wir sehen uns ja beim nächsten Qualifying. Tschüss.